So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier zu Elden Ring. Ja, wir machen hier natürlich weiter. Wir haben in der letzten Folge die Quest von Vare ein bisschen weitergemacht. Haben ein paar Invasoren getroffen und wollen heute mal ein bisschen was Neues machen. So, mein Ziel heute wird es sein, tatsächlich hierher zu gehen, denn ich habe mich ein bisschen erkundet. Wir brauchen ja unbedingt für unseren Mondschleier ein Dunkelschmiedestein. Ja, ein Dunkelschmiedestein 3. Und tatsächlich soll hier irgendwie in der Nähe einer sein. Und deswegen gehen wir jetzt da immer mal hin und schauen vor allen Dingen mal, was uns auf den Weg dahin so erwartet. Ich überlege gerade was. Wir gehen doch hier hin. Das ist näher dran. Und mal sehen, was uns, wie gesagt, heute dementsprechend erwartet. Ich glaube, wir waren hier sogar schon mal. Genau. Denn da unten sind solche magischen Soldaten, sage ich mal. Was ist denn das hier? Ah, die Puppen. Die Puppen belagern uns. Aha. Interessant. Okay. Da rufen wir unser Ross. Alter, hallo. Alter. Wie zieht denn der so viel Leben ab? Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Alter, renne weg. Jawohl, goldene Rune. So, wie sollte ich mich hier erstmal verdrücken? Weg hier. Diesen Riesen können wir nicht besiegen. Noch nicht. Aber es werden wir schon noch. Keine Sorge. Immer noch da? Nee. Raya Lucaria, heilige Hallen, die dem Studium der Magie gewidmet sind. Aha. Jetzt bin ich ja doch hier. Ah, da wollte ich doch gar nicht hin. Okay, na gut. Dann gehen wir wieder hierher. Da muss ich noch eine andere Wegmarkierung setzen, weil wir sonst nicht dort ankommen, wo wir wollen. Ja, sei es drum. Gut. So, hier ist noch so eine Statue, aber ich glaube, die hat mir schon. Genau, die hat mir schon aktiviert. Gut, dann gehen wir darüber. Halt hier lang. So, die Musik wird schon wieder sehr bedrohlich. Das gefällt mir gar nicht. Dementsprechend bekommen wir jetzt hier Besuch, oder wie?
Okay, der Blutungsschaden ist definitiv gut. Und der Schaden ist jetzt auch nicht so schlecht, glaube ich. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Okay, wir sind hier. Sammeln natürlich trotzdem ein bisschen was ein auch. Denn wir können hier ein bisschen was gebrauchen, okay. Diesem Vieh gehe ich erstmal aus dem Weg. So. Ich glaube, hier waren wir doch schon mal, oder? Hier oben. Okay, ach, da ist wieder so ein Geisterfahrer. Okay, dementsprechend können wir jetzt hier wieder was holen. Meine Wölfe. So, mein Freund. Erst angreifen und dann hier abhauen, oder wie? Wo ist denn der Typ? Da oben. Ach, und dieser Typ da oben, ey. Okay, ich wechsle mal das Schwert. Jetzt gehen wir mal rüber hier. Also ich könnte jetzt hier Hilfe holen, aber das brauche ich nicht. Wo ist dieser blöde Typ? Ah, hier bist du. Weg, 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 weg. Das hat man schon mal gehabt. Das ist dieser blöde Typ. Weg, 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 weg. Denkst du, du entkommst mir? Ach. Los, komm, nimm. So, das war's, mein Freund. Gegner zu Fall gebracht. Sehr schön. Ah, herrlich. Und wir haben wieder so eine komische Todeswurzel bekommen. Und Asche der Skelettbanditen. Interessant. Interessant. So, jetzt will ich hier aber auch irgendwie eine Gnade haben, bitte. Jetzt will ich hier auch eine Gnade haben. Wenn das geht. So, wechseln. Erstmal. Warte mal, hier ist doch irgendwas. Oder hier was?
Da. Oh. Na gut. Sehr gut. Aber ich gucke mich hier trotzdem noch mal ein bisschen um. Ob hier vielleicht noch irgendwas Interessantes zu finden ist. Weil nur dieser Geisterfahrer kann ja hier nicht nur sein. Also kann ja nie alles sein, was hier ist. Wo laufe ich denn lang, ey? Ich muss ja da rüber. Was ist hier drüben? Ah, Wölfe. Ihr seht mich nicht, oder? Nö, 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 ihr seht mich. Ah, Mist. Können wir gleich mal ein bisschen Magie, Magie tanken und Leben tanken. Ja, gucken wir weiter. Falls euch übrigens die Folge gefällt so ein bisschen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde meinem Kanal weiterbringen und auch helfen. Und ich würde mich natürlich auch riesig drüber freuen. So. Gut. Dann jetzt in die Richtung weiter. Denn ich will hier auch noch einen Schmiedestein suchen. Ein Dunkelschmiedestein, um genau zu sein. Ich habe festgestellt, dass das Projekt gar nicht so schlecht ankommt. Freut mich natürlich. So. Hier sind natürlich sehr viele Leute gestorben und darunter müssen wir irgendwie kommen. Okay. Rufen wir mal unser Torrent, unser Pferd, mal der Reittier. So, was haben wir hier? Nichts, was Relevanz hat. Und hier ist eine Gnade, sehr schön. Da können wir uns auch gleich mal ransetzen hier. So, was haben wir? Wir können ein Level up machen. Sehr schön. Jetzt überlegen wir erstmal, in was wir investieren. Wir könnten jetzt rein theoretisch im Leben pushen. Müssen wir eigentlich auch. Oder wir gehen noch ein bisschen auf FP. Weisheit. Bringt uns nichts. Gut, dann lass mal auf Leben. Leben 25 ist, denke ich mal, für den Anfang ganz okay. So, was ist denn das hier eigentlich? Hütte des Künstlers. Auferstehung. Aha. Hat das eine Bewandtnis mit den Gemälden? Irgendwie.
So, Moment. Ah, da sitzt ja noch jemand auf dem Stuhl. Na, da müssen wir doch gleich mal hingehen. Vielleicht hat er ja was Sinnvolles zu sagen. Ein Schmiedestein 4, interessant. So, wie komme ich jetzt hier runter? Warte mal. Okay, ich sehe schon. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir müssen Torrent rufen und einen Weg. Hier runter finden. Na, das wäre der Tod. Also, musst du hier einen Weg runter gehen. Also wartet mal, wartet mal, wartet mal. Also hier, wenn wir hier runterspringen, sind wir weg. Ist ganz klar. Deswegen gucken wir mal hier drüben. Irgendwo wird sich schon ein Weg erweisen. Zum Beispiel hier. Seht ihr das? Hier geht's runter. Sehr schön. Hab ich nur doch gedacht, irgendwo muss es ja runtergehen. So, wartet mal. Ja, jetzt laufe ich aber wieder in die völlig falsche Richtung. Ach, verdammt nochmal. Sind wir hier? Nee, den ganz sicher nicht. Ah, da drüben. Drüben ist auch irgendwas. Ein so ein Fackeltyp. Sehr schön. Okay, wo sind wir denn hier? Okay, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt sind wir schon auf der richtigen Fährte. Okay. Feuerschnecken. Steht alles in Flammen. Aber Gott sei Dank explodieren die Teile nicht. Gott sei Dank explodieren die Teile nicht und da ist noch eine Gnade. Sehr schön. So was gönne ich mir. So was ist super. Wollen uns aber jetzt um die ransetzen hier, weil ist ein bisschen übertrieben. So. Seid ihr für Wege? Wartet mal, wir müssen mal weg, ja? Okay. So, der ist mal weg. Okay, du willst spielen? Aber ein bisschen Blutungsschaden, ja. Okay, die geben schon ein bisschen mehr Runen. Dies ist erstmal ganz interessant. Aber nicht so schlimm, sag ich mal. Schon wieder, wartet mal. So, weg, mein Freund. Und tschüss. Sind wir hier überhaupt richtig? Also wir haben dort eine Markierung, aber so, darunter müssen wir. Und da gehe ich erstmal lang, um diese Markierung zu deaktivieren. So.
So. Hier wollte ich hin. So. Und hier gibt es einen Schmiedestein. Irgendwo hier. Also ein dunkler Schmiedestein. Könnt ihr übrigens auch als Guide nutzen. Das Vieh da, ja, hat diesen Schmiedestein. Ich musste selber nachgucken. Oh, jetzt haut das noch ab. Du verpisst dich nicht. So, und da habt ihr einen dunklen Schmiedestein 3. Das kann man aber nicht farmen. Also, ich glaube, das Vieh ist nur einmal da. Aber wir haben jetzt einen dunklen Schmiedestein 3. Und dementsprechend können wir jetzt auch nach zur Tafelrundfeste. Das können wir nicht gleich machen. Das können wir erstmal deaktivieren. Und dann geht's rüber zur Tafel der Gnade. So. Dann können wir nämlich erstmal. Genau. Wir machen dann erstmal eine Aufstockung bzw. ein Upgrade. So, Waffe verstärken, Mondschleier. So, sehr schön, genau das brauchen wir. Das geht nämlich dann jetzt auch auf Geschick, also von Geschick von D auf C. Dementsprechend können wir das Ding jetzt auch mit Geschick skalieren lassen. So, also müssen wir jetzt nicht unbedingt Magie machen. Finde ich ganz gut. Brauchen Schmiedestein 3. Meine Güte, brauchen wir viele. Und das hier noch ein bisschen aufwerten. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir haben doch noch. Wir müssen doch hier noch irgendwas haben. Das Teil wäre natürlich auch richtig geil, ne? Aber brauchen wir 40 Stärke dafür. Das ist Wahnsinn. Das ist auch nicht schlecht, ne? So ein Rapier. Falkion. Ist auch eine schöne Stärkewaffe, aber. Ein Baumschwert, Stärke und Geschick und Glaube. Nicht schlecht. Gut, dann gehen wir nochmal zu ihr her. Pagenasche. Nee, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ach so, da können wir das gleich mal ändern. Dann nehmen wir mal die Asche des Kaiden-Söldners oder der Skelettkrieger, Skelettmiliz. Wanderlinge, nee, brauchen wir nicht. Skelettbanditen. Nehmen wir die mal rein. Die kann man aber mal verstärken. Ja. Mal zu schauen, was die können, sage ich mal. So, ansonsten. Na Always du. good to see you, son. What do you need? The misshapen corpse under Stormveil. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Earth. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black, and on a bitter night, murdered Godwin the God. That was the first recorded death of it, and it became the catalyst. Soon, I once wish the world has grown crooked,
You'd better understand what happened to me. And that thing is to blame for the I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Meint er diesen Tintenfisch? He discovered the mark of the centipede. As long as then we may be able to form. If only I could speak to and if they were like. Ah. Ja. Also bei Elden Ring ist halt das so, dass wir echt lange Zeit brauchen, um hier auch so weiterzukommen. Warte mal, wo ist denn jetzt dieser... Da. Dieser Händler. So, was hast du denn da? Das hier könnte man kaufen. Könnte auch so ein Krummsäbel kaufen, aber wir haben eigentlich eine gute Waffe. So, Langbogen. Was ist denn das hier? Dem gestaltet das Gast an. Na gut. Da haben wir eben hier nichts. So, wir könnten jetzt... Jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir hier überhaupt waren. So, wir könnten theoretisch zumindest hier hochgehen, mal hier gucken, oder wir machen noch was anderes, weil wir waren ja jetzt hier oben gewesen. Wir machen erstmal etwas anderes. Und zwar gehen wir hier hin. Könnt ihr euch noch an die Markierung entsinnen, die wir gefunden haben? Wartet mal, ich zeige euch das am besten mal. Hier. Treffpunkt. Es ist dort. Mal gucken, ob wir so eine Insel hier finden. Es könnte ja dann nur das hier sein. Weil das sieht zumindest ein bisschen ähnlich aus. Jetzt. Machen wir uns mal auf den Weg. Da liegt was. Übelst viele Blumen hier. Interessant. Ich kann natürlich jetzt hier alle unglaubliche Magie einsetzen. So, hier ist eine Gnade. Wenn wir das Ganze mal resetten, da holen wir heute noch nämlich noch diesen Raya Lucaria Schlüssel, der da drüben ist. Ja, der scheint da drüben zu sein.
Allerdings, wie ihr seht, wird dieser bewacht. Nicht euer Ernst. Okay, ich bin weg. So, lieber Drachen. Schimmersteindrache Smaragd. Ich bin weg. Tschüss. Also so keine Chance. Der killt mich nämlich mit einem Schlag. Da ist die Gnade. Weg hier. Geh zurück schlafen, lieber Drache. So, jetzt müssen wir noch woanders hin. Wie gesagt, das gucken wir uns alles nur in Ruhe an hier, keine Sorge. Aber wir müssen erstmal Kirche von Irlet. Bock der Nähe. Nomadischer Händler. Ah, okay. Was war denn das hier für eine Gnade? Ach, hier ist es. Ah, not. Gut, aber der hat halt jetzt hier nichts, was wir wirklich gut gebrauchen können. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Ich weiß zwar nie, ob der immer noch dort ist, aber der war mal hier. Weil ich glaube, dem müssen wir noch irgendwas erzählen, hier diesem Magier, der hier in der Kirche gesessen hatte. Aber wie es aussieht, ist der nicht mehr hier. Doch, der sitzt noch hier. You're Tarnik. Then, perhaps you believe it or not, for a. Well, bless you. You're a true. My name is presuming your interest. Only. So, was hast du denn? Ja, das können wir mal holen. Sternlicht. Aha. Naja, reden. Apologies, I'm afraid my meager source. Oh, right. I can tell you what I know about this place. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the academy. Only its doors have been closed after they declared the academy, as you might have guessed, making entry to the academy. So I'm. When they cast. Why not find yourself a glintstone without one, and you'll never reach the Erdtree capital? And if you find an extra glint, once you've tied up all your loose ends, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of touch still. My play. Nein, ich brauch den doch selber. You've taken an apprentice. Well, that is something. Selen was well known. I followed her, but Selen was accused of. I still don't believe the illustrious Selen would never do such things. Nein, ich muss da rein. Ich kann dir das nicht geben, der Typ. Brauch den. Diesen Schlüssel brauche ich nämlich. Um selber da reinzukommen. Das hat er ja gesagt. Such dir selber ihn. So, jetzt sind wir drinnen in der Akademie. Jetzt können wir theoretisch dem das so geben, wenn wir eine Gnade hier drinnen finden. Dann können wir dem das Teil auch geben. So, jetzt können wir dem das geben. War hier.
meine, jeder NPC hat hier irgendeine Questline. Wonderful. So you found yourself, but I certainly can't take it from you. That key belongs to you. By rights, you should use it for yourself. It's true. I wish to return, but that's no excuse. Oh. Head to the Academy of Rhea Lucar. Carry on with your journey. Don't bother holding yourself up for my sake. Head to the Carry on with your journey. Don't bother holding your... Okay, wenn du willst. Gut, da hätte man auch vorher mit dem quatschen können. So, und da wir das jetzt erledigt haben, werden wir jetzt nämlich noch was anderes machen. Beziehungsweise werden wir... Werden wir noch was machen? Und zwar... Ich denke mal, das werden wir ab der nächsten Folge machen. Da gehen wir nämlich hier hin. Also zumindest versuchen wir mal, da so ein bisschen uns umzuschauen. In Siofra. Und genau, das werden wir in der nächsten Folge, wie gesagt, machen. Und wenn euch das Ganze hier so ein bisschen, wie gesagt, gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und genau. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Vielen Dank.